Osteoporose. Fast 10% in Deutschland leiden daran. Jeder Zehnte, oder ich muss besser sagen, jede Zehnte. Denn 8 von 10 Betroffenen sind leider Frauen. Wie kommt das? Und warum haben so viele Menschen Probleme mit vorzeitigem, starken Knochenabbau? Welche Faktoren außer zu wenig Vitamin D und Calcium spielen eine Rolle? Und wie gerätschen andere Erkrankungen und Medikationen in einen gesunden Knochenstoffwechsel hinein? Das alles und noch ein bisschen mehr wirst du in den nächsten Minuten erfahren. Und wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und am besten, wenn du meinen Kanal abonnierst. Was ist eigentlich Osteoporose? Die meisten verbinden damit einfach dünne Knochen. Tatsächlich entsteht Osteoporose durch ein längerfristiges, deutliches Missverhältnis zwischen Knochenaufbau und Abbau, logisch, wodurch dann die Knochenmasse abnimmt und die Struktur des Knochens geschwächt wird. Die Folgen können Brüche der Knochen sein, oft einfach so oder durch einen harmlosen Sturz oder beim Heben von vermeintlich schwereren Dingen, kann auch schon mal nur ein Blumentöpfchen sein. Betroffen sind oft Wirbelkörper oder auch Rippen, Oberschenkelhalsknochen, aber auch alle anderen Knochen und das alles macht saustarke Schmerzen. Wirbel, die regelrecht zerbröseln und dadurch sintern, also an Höhe verlieren, verengen oder blockieren die Nervenaustrittsstellen, hier die gelben Teile, und verursachen heftige Beschwerden und auch Beeinträchtigung der Organe, die durch diese Nerven angesprochen würden. Die meisten von uns haben sicherlich beim Metzger oder als Hundebesitzer schon mal einen größeren Knochen, also so einen Rinderknochen, gesehen. Du kannst eine starke Knochenaußenschicht erkennen, die den Knochen umhüllt und abschließt, und eine schwammartige, ebenfalls etwas härtere Struktur, hier kannst du es auch gut sehen, nicht zu verwechseln mit dem Knochenmark, das eher körnig und breiig ist. Die meisten unserer Knochen sind so aufgebaut. Was glaubst du, was die Festigkeit unserer Knochen tatsächlich ausmacht? Die harte Hülle oder der innere Knochenschwamm? Man spricht auch von Trabekeln im Inneren. Es ist die innere Mikroarchitektur, die Trabekel. Die sind in Qualität und Menge entscheidend für die Festigkeit und auch die Elastizität des Knochens. Denn die Elastizität ist besonders wichtig, um Brüchen vorzubeugen. Das ist auch in der Architektur bekannt. Wolkenkratzer werden so gebaut, dass sie Erschütterungen, zum Beispiel durch Wind, nachgeben können. Sie können sich quasi bewegen oder besser gesagt schwanken und dadurch die einwirkende Kraft, die Windkraft, kompensieren. Wie Moniereisen im Beton, so stabilisiert die innere, schwammartige Knochenstruktur, die Knochentrabekel, den Knochen. Beton alleine würde nur bröseln mit der Zeit, aber die Moniereisen geben Struktur, Halt und die nötige Flexibilität. Die Knochenmatrix mit den Trabekeln besteht eben nicht einfach aus einer kalkhaltigen, harten Substanz, sondern zu 70% aus Kollagen. Viele kennen den Begriff nur von Antifaltencremes, aber wir brauchen es viel wichtiger im Knochen. Also die Knochenmasse allein ist nicht entscheidend. Die Qualität des Knochenaufbaus macht es und dafür sind viele Voraussetzungen notwendig. Darauf komme ich gleich. Circa 10% von uns in Deutschland sind also von Osteoporose betroffen. Und längst nicht alle werden ordentlich betreut oder behandelt. Und da Osteoporose nicht über Nacht wie eine Infektion entsteht, kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen sich schon in der Entwicklung zu einer Osteoporose befinden. Denn unsere Lebensform ist in den letzten Jahren nicht menschengerechter und damit auch nicht knochenfreundlicher geworden. Im Gegenteil. Was begünstigt nun die Ausbildung einer Osteoporose? Das ist wichtig zu wissen, denn es ist viel, viel leichter, eine Osteoporose vorzubeugen, als sie zu behandeln. In ganz grobe Kategorien eingeteilt wird die Entwicklung einer Osteoporose gefördert durch Bewegungsmangel, Mikronährstoffmangel, den ich gleich noch erklären werde, dann verschiedene Erkrankungen, die ich gleich auch noch aufzähle, Medikamente, auf die ich auch gleich noch zu sprechen komme, außerdem Hormondysbalancen bei Frauen und Belastung mit Mikroplastik, hohe Stressbelastung und zu viel Genussmittel wie Kaffee, Alkohol, Cola und Rauchen. Mikroplastik kann über seine antiöstrogen wirkende Weichmacherfunktion negativ auf den Knochenstoffwechsel wirken.
Da wir mittlerweile Mikroplastik sogar über die Atemluft, über die Stäube tief inhalieren, ist dieser Einfluss im Zusammenspiel mit den anderen Negativfaktoren nicht von der Hand zu weisen. Wer über einen längeren Zeitraum, also einige Jahre, an Krankheiten leidet, die die Aufnahme von Mikronährstoffen erschweren, der ist sowieso im Nachteil und kann dadurch auch früher in einen schlechten Knochenzustand kommen. Dazu zählen richtig heftige Essstörungen, chronische Nierenfunktionsstörungen oder wenn aus verschiedenen Gründen ein kleiner oder auch größerer Teil des Magens entfernt wurde, der wird auch manchmal aus verschiedenen Gründen komplett entnommen, dann Mukoviszidose, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie und der Reizdarm, hinter dem sich multiple Störungen der Darmfunktion und des Darmmikrobioms verbergen. Außerdem Erkrankungen oder Störungen, die durch ihre Veränderungen auf den Stoffwechsel für einen enormen Stress im Körper und im Mikronährstoffhaushalt führen, wie zum Beispiel zu viel Parathormon, das habe ich in diesem Video erklärt. Dann eine zu hohe Cortisonfreisetzung, eine Hyperthyreose, Insulinmangel bei Diabetes mellitus Typ 1 und 2, hier führt nämlich der Insulinmangel zu einem gesteigerten Knochenabbau und einer verringerten Bildung des Strukturkollagens im Knochen selbst. Dann rheumatoide Arthritis, lange bestehende schleichende Krebserkrankungen und auch COPD. Östrogenmangel, zum Beispiel in der Menopause oder bei Frauen, die die Eierstöcke entfernt bekommen haben, sowie bei Frauen, die stark untergewichtig sind. Die folgenden Medikamente stören auch den Knochenstoffwechsel und können zu Mineralisationsstörungen oder auch Muskelschwäche führen, die auch leider förderlich für einen stärkeren Knochenabbau ist. Und dazu gehören folgende Medikamentengruppen. Das sind zum einen die Antiepileptika, dann Antidepressiva, zum Beispiel die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, wie viele nehmen Citalopram zum Beispiel. Cholesterinsynthesehemmer, das wären die Statine. Glukokortikoide, Heparine, Antidiabetika, die geschluckt werden, Protonenpumpenhemmer gegen Magensäure, aber auch aluminiumhaltige Antazida, die direkt puffern, Schilddrüsenhormone, die nicht gut eingestellt sind, Vitamin-K-Gegenspieler wie Marcuma und Kombinationen bestimmter hochwirksamer antiviraler Medikamente, zum Beispiel gegen HIV, da gibt es so Dreiergruppen zum Beispiel, sowie Lithium, hochdosiert aber bei schweren psychiatrischen Erkrankungen, nicht zu verwechseln mit dem niedrig dosierten Lithium. Und die meisten Diuretika, vor allen Dingen die Schleifendiuretika wie Furosemid und Torasemid. Sie alle bewirken entweder eine Stoffwechselveränderung oder hemmen die Aufnahme oder fördern die Ausscheidung von wertvoller knochenmatrixrelevanten Mikronährstoffen. Auch inhalative Glukokortikoide, wie sie in der Asthmatherapie und bei COPD Jahre und Jahrzehnte eingesetzt werden, triggern über die lange Zeit, die sie angewendet werden, eine Osteoporose. Also nicht das Spray, das mal 3 Monate angewendet werden muss, sondern die Anwendung über viele Jahre, was bei vielen Asthma- und COPD-Patienten der Fall ist. Aber jetzt nicht alle Medikamente in den Müll schmeißen oder mit dem Arzt lange rumdiskutieren. Sie sind nicht ohne Grund verordnet worden und eine Dauerentzündung der Bronchien und schlecht Luft bekommen oder hoher Blutdruck oder eine Thrombose sind auch keine Alternativen. Ich möchte mit dieser Aufzählung nur mal wieder darauf hinweisen, dass Medikamente nicht intelligent agieren können. Sie erfüllen einen Zweck, für den sie schematisch entwickelt wurden, mit allen Konsequenzen, die rundherum möglich sind und auf die man sich einstellen könnte und sollte. Das ist wie bei manchen Handwerkern, die eine Wand weiß streichen sollen. Da kann es auch sein, dass die Decke was abbekommt und der Boden danach weiß gesprenkelt ist. Besser also vorher gut abkleben. So ist das auch mit den Medikamenten. Wer sie über einen längeren Zeitraum nimmt, der ist gut beraten, sich über mögliche Farbspritzer im übertragenen Sinn zu informieren und zumindest denen entgegenzuwirken. Ganz wichtig. Es gibt 2 Phasen im Leben, die für die Knochenentwicklung sehr entscheidend sind. Einmal die Kindheit. Hier wird nämlich extrem viel Kalzium zum Aufbau und Wachstum des Skeletts benötigt. Rund 4-mal mehr Kalzium benötigen Heranwachsende dafür pro Kilogramm Körpergewicht als Erwachsene selbst. Logisch, es muss ja erst einmal alles wachsen und gebildet werden. Die 2. Phase im negativen Sinne ist der Beginn der Menopause der Frau mit Abfall der Hormonspiegel, insbesondere des Östrogenspiegels. Gerade auch dann ist es besonders wichtig, gesund mit sich umzugehen.
Hier habe ich eine Liste an Mikronährstoffen, die bei Osteoporose knochenrelevant sind. Dies sind Angaben von Uwe Gröber, Dr. Friedrichsen und Professor Dr. Med Kisters. Die Angaben beziehen sich speziell auf die Intervention bei Osteoporose. Daher gibt es teilweise Abweichungen von Empfehlungen, die ich in einem anderen Zusammenhang gegeben habe, nach oben oder auch nach unten. Auf Vitamin D und seinen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel möchte ich hier jetzt nicht mehr eingehen. Wer mehr dazu erfahren möchte, hier ist ein Video dazu. Wichtig ist aber, dass eine Therapie mit Bisphosphonaten wie Alendronsäure oder Risedronsäure oder mit Raloxifen eher von Erfolg gekrönt ist, wenn zum Therapiebeginn schon gute Vitamin-D-Spiegel vorhanden waren. Eine gute Versorgung mit Vitamin D kann auch das Risiko für Nebenwirkungen der Bisphosphonate wie die gefürchteten Kiefernekrosen verringern. Was ich bemerkenswert finde, und ich glaube, dass das die meisten nicht wissen, ist die Tatsache, dass Vitamin C ganz wichtig für die Festigkeit der Knochen ist. Es ist nämlich essentiell für die Bildung von Kollagen. Vitamin C stimuliert die Osteoblasten, also die knochenaufbauenden Zellen. Also her mit viel Vitamin C. Auch zu viel Homozystein ist nicht nur schädlich für die Gefäße, hier ein interessantes Video dazu, sondern es behindert die Quervernetzung von Elastin und Kollagenfasern. Und damit grätscht es also auch in den Aufbau der Knochenmatrix hinein. Daher immer auf eine gute Versorgung mit Vitamin B6, B12 und Folsäure oder auch Vitamin B9 genannt achten. Die Spurenelemente Zink, Mangan und Kupfer sind für viele Enzyme wichtige Zentralatome. Das heißt, sie bilden funktionelle Zentren, ohne die das Enzym nicht funktionieren würde. Zink beispielsweise ist unersetzbar für wichtige Wachstumsfaktoren, die die Zellteilung in den Knochen und die Osteoblastentätigkeit, also die knochenaufbauenden Zellen, anregt. Wie viele von uns haben einen latenten Zinkmangel? Bei Kupfer ist es das Enzym Lysyloxidase, das die Quervernetzung der Kollagenfasern steuert. Und bei Mangan ist das manganabhängige Enzym Glycosyltransferase für die Bildung von bestimmten Mukopolysacchariden zuständig. Und diese sauren Mukopolysaccharide sind eine wichtige organische Komponente der Knochengrundsubstanz. Das sind also drei wichtige, aber oft so unbeachtete Spurenelemente. Magnesium ist sowieso lebenswichtig, aber in Bezug auf die Knochen ist es notwendig für den Stoffwechsel der B-Vitamine, Vitamin D und Calcium. Außerdem ist Magnesium ein Knochenmineral, das heißt, gut 50% unseres Körpermagnesiums ist im Knochen eingelagert. Wer mehr dazu wissen möchte, der kann hier hineinschauen. Vitamin K2, Bor und Vitamin A sind total wichtige Kofaktoren für einen funktionierenden Vitamin D-Stoffwechsel. In diesem Kanal findet ihr einige Videos zu diesen Mikronährstoffen. Du kannst da aber auch schon mit ganz einfachen Mitteln viel für deine Knochen tun. Beweg dich. Bitte nicht abschalten. Also sportliche Betätigung, gerade die, bei der die Schwerkraft auch ordentlich auf den Körper einwirkt, ist super. Und vermeide Stress so oft es geht, da gerade die Stressachse im Stoffwechsel unter anderem durch einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel knochenschädlich ist. Und lebe möglichst rauchfrei. Noch ein paar Worte zu Osteoporosetests. Grundsätzlich möchte ich hier zu bedenken geben, es wird in der Regel nur an zwei Knochenstellen gemessen und die Gesamtknochendichte gibt keine differenzierte Aussage über die Qualität der Trabekel wieder. Es ist also ein diagnostisches Hilfsmittel, das in seiner Aussagekraft vorsichtig verwertet werden sollte. Es gibt die Möglichkeit der sogenannten DXA-Knochendichtemessung. Sie sei zurzeit sogenannter Goldstandard in Deutschland. Hier sind noch andere Untersuchungsmethoden aufgelistet. Jedes Verfahren untersucht ganz unterschiedliche Eigenschaften des Knochens. Daher ist auch die Aussagekraft jeder Methode eine andere. Die Messung einer echten, physikalisch sinnvollen Knochendichte in Milligramm pro Kubikzentimeter, also in einem definierten Raum, gelingt anscheinend nur mit den computertomografischen Methoden. Die DXA-Methode misst eine Flächendichte in Gramm pro Quadratzentimeter. Flächendichte ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich, da Dichte definiert ist als Masse pro Volumen. Naja, und mit den Ultraschallmethoden soll eine Messung der Knochendichte nicht möglich sein.
Mit der DXA-Methode kann angeblich auch eine Fraktur, also ein Bruchrisiko, vorhergesagt werden. Aber nicht verrückt machen lassen. Das sind in erster Linie statistische Korrelationen, die individuell nicht zutreffen müssen. Aber sie sind halt ein kleiner Anhaltspunkt für den Stand der Dinge. Und wer zwei dieser Untersuchungen im Abstand von wenigen Jahren hat machen lassen, hat die Möglichkeit zu schauen, ob es überhaupt eine nennenswerte Progression, also Steigerung des Knochenabbaus gibt. Manche von uns haben ein nicht so gutes Skelett aus der Jugend entwickelt und dann aber relativ stabil gehalten. Das bedeutet, die Knochen sind nicht in einem richtig guten Zustand, halten sich aber relativ stabil. Die Dynamik bestimmt in erster Linie die Pathologie. Vor allen Dingen, wenn die Knochendichtemessung relativ früh nur so zur Kontrolle, also ohne irgendwelche Beschwerden oder Symptome durchgeführt wurde. Auf so einen Befund also reagieren, aber nicht verängstigen lassen. Außerdem gibt es einen nicht-invasiven Test, der zum Beispiel Osteotest heißt. Er bestimmt das Verhältnis verschiedener Calcium-Isotope, genauer Calcium-42 und Calcium-44 im Urin und kann so von jedem und jeder selbst zu Hause durchgeführt und eingeschickt werden. Das Verhältnis dieser Isotope ist charakteristisch für einen eher aufbauenden oder abbauenden Knochenstoffwechsel. Aber Achtung, das ist nur eine Momentaufnahme des Knochenstoffwechsels. Ob wir uns eher viel mehr im Aufbau oder im Abbau befinden. Das wäre zur Überprüfung einer Therapie gut. Dieser Test kann nicht die Gesamtsituation der Knochen grundsätzlich beurteilen oder wiedergeben. Außerdem funktioniert er aus dem Urin nur bei einer einigermaßen guten Nierenfunktion. Sonst muss wieder Blutserum abgenommen und eingeschickt werden. Denn aus dem Blut ist diese Isotopenbestimmung auch möglich. Ich fasse noch einmal locker zusammen. Wir alle wollen möglichst gesund und ohne körperliche Einschränkungen älter werden. Das können wir erreichen, wenn wir uns bewusst um uns kümmern, also nicht nur zum Friseur gehen und schicke Klamotten kaufen. Gehe nett mit dir um, erkundige dich, was du brauchst, um gesund zu bleiben und versuche es immer wieder anzuwenden, zu erleben. Das muss nicht perfekt sein. Fang einfach an. Alles Liebe, deine Sabine.